Ich arbeite gerne mit Holzstücken oder mit Objekten, die irgendwie schon einen Charakter haben oder so. Dann zerreiße ich Bilder, weil ich irgendwie mit diesen klaren Strukturen von einem Blatt, das finde ich irgendwie langweilig. Und dann zerreiße ich ein ganz großes Blatt und nehme das und dann hat es schon irgendwie einen Charakter und ich kann dann da irgendwie noch was dazugeben. Und das macht für mich irgendwie das Ganze spannender. Licht strahlt mich an. Ich bin ganz entblößt. Sie wollen, dass ich mich für Sie produziere. Was meint ihr? Ich fand's sehr gut. Ich habe auch schon Texte, so finde ich, also ich habe irgendwie mich auch selbst ein bisschen wiedererkannt. Ich glaube, meine größte Inspiration dafür war eigentlich das Atelier hier, weil ich noch keine Möglichkeit hatte, in so einem Atelier zu arbeiten und es auf jeden Fall für mich eine große Freude war, hier mal reinschauen zu dürfen. Zu gehen war unter anderem, dass ich überhaupt mal so die kreativen Ideen, die ich so habe, ausdrücken will und sehr froh war, als ich dann gelesen habe, dass es sowas gibt in Freiburg, wo sowas fördert, dass eben man seine Kunst ausdrücken kann und deswegen habe ich gedacht, ich will auf jeden Fall mitmachen. Wir haben kein spezielles Thema behandelt, sondern es ist vielmehr ein Zusammensein, ein Gefühl, ein Ausdrücken, was hier ist und nicht, dass uns gesagt wird, ihr beschäftigt euch heute hier und hier mit. Ja, das Bild heißt Selbstprozess. Das ist hier eine Reihe eigentlich. Es gibt ja noch verschiedene, die irgendwie immer wieder das Gleiche zeigen und trotzdem ist der Gesichtsausdruck oder das komplette Bild eigentlich eine andere Stimmung. Mir hat eine gesagt, die das Bild angeschaut hat, in dem erkennt sie mich komplett wieder und in dem gar nicht. Ein anderer hat gesagt, in dem erkennt sie mich komplett wieder und in dem gar nicht. Und ich glaube, das sind verschiedene Seiten, die ich in mir entdecke, die ich nicht jedem zeige. Nicht jeder kennt alle Seiten. Und deswegen erkennt man mich vielleicht in dem einen mehr und in dem anderen weniger, obwohl ich letztendlich alles bin. Die Skulpturen beschäftigen sich
mit Traum, mit Wirklichkeit, mit Zeitgeist. An der Hecke, an der Decke, den haben Sie sicher schon gesehen, hängt ein Dinosaurier. Die Werke beschäftigen sich mit Vergänglichkeit. Was machen wir aus unserem Leben? Wer wollen wir sein? Wie verhalten wir uns? Die Werke sind teils auch kritisch. Kritisch mit unserer Realität, der subjektiven als auch der kollektiven. Licht strahlt mich an. Ich bin ganz entblößt. Sie wollen, dass ich mich für Sie produziere. Also, obwohl ich schon viele Auftritte hatte, auch schon vor großem Publikum, bin ich nervös, wie vor jedem Auftritt. Aber es geht, es ist eine aufregende Nervosität, die Spaß macht. Ja, beim ersten Zitter hat man, oder ich zumindest, bin dann immer noch ganz nervös, aber nach den ersten zwei Zeilen gerate ich dann voll rein und dann ist es nur noch cool. Dann muss gerockt werden. Von dem, was du heute gesehen hast, fehlt dir noch irgendwas? Oder? Von dem, was ich heute mitbekommen habe, fehlt mir eigentlich nicht wirklich was. Es wurden viele Bereiche abgedeckt und ich wüsste nicht, was ich dem Jugendkunstparcours auf den Weg geben sollte. Es wurde Film abgedeckt, es wurde Hörspiel abgedeckt, Sprache, Literatur mit dem Poetry Slam und malerische Kunst. Vielleicht noch mehr Musik, aber jetzt fängt auch die Musik an.